Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit RimWorld. Und ja, hier geht auf jeden Fall der Baum munter weiter. Und wir müssen echt mal schauen, was wir als nächstes Projekt dann hier angeht und dass hier auch mal entsprechend abgebaut wird. Bei der Arbeit haben wir ja echt das Problem, Dönerfrikadelle muss jetzt denn, ja, das Packtier machen für uns. Macht er auch richtig gut. Aber es ist eigentlich kein Dauerzustand. Und Forschung müssen wir was Neues machen. Da nehmen wir doch mal. Nee, Krankenbetten haben wir nicht genommen. Habe ich das letzte Mal doch gar nichts ausgewählt. Da nehmen wir den Gasdrucklader einfach mal. Gucken wir mal, was hier so von den Tierchen so machbar ist. Hier haben wir auf jeden Fall irgendwann richtig schön Plaststahl. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Plaststahl geht... Wann habe ich das gemacht? Das könnte fatal enden. Bitte nein. Da haben wir auch nochmal Elefanten und eine tote Schildkröte, die allerdings schon ein paar Tage länger dort rumliegt. Risiko, Zusammenbruch, schwer, ja. Kann man machen, muss man nicht. So, Toilette macht hier auf jeden Fall schon mal weiter. Das ist gut. Dann können wir den Raum auch bald mal weiter ausgestalten. Ich kann hier eigentlich schon mal hier die Dingers machen. Und hier, da, apropos ausgestalten. Ausgestalten ist so das Stichwort. Marmor, ja, Marmorfliesen sind gut. Die machen wir. Die brauchen wir auch irgendwie. Da können wir auch nicht Bohnen glätten, weil der Boden ist nicht glattbar, das ist kein Stein. Möbel machen wir einfach mal hier nochmal 3 Stück hin. Das macht ja nichts aus. Oh, wobei, ich habe nicht so viel Holz hier rumliegen, ne? Bin ich der Meinung. 200 etwas nur noch. Aber hier liegt Holz ohne Ende rum. Es müsste nur ein Döner vorbeikommen und das Zeug mal mitnehmen. Ich habe ja noch so eine vage Hoffnung, dass es irgendwann passieren könnte. Aber wir brauchen echt mal neue Kolonisten. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Und Bauteile, wir brauchen Bauteile. Das sind so die wahren Probleme unserer Zeit. Ein verrücktes Tier, Wasserschwein. Okay, wenn Mr. Junior dahin geht, dann ist es kein Problem. Dann machen die Geschütze das schon. Dann haben wir was Neues zum Kochen. Und kaputt. Ja, das braucht auch wieder Holz. Scheiße. Alles wird gut, vielleicht. Man weiß es nicht. Während wir hier noch Gelee ohne wird das Gelee irgendwo rein verarbeitet? Ich habe keine Ahnung. Aber Hauptsache das Fleisch jetzt nicht unbedingt. So, dann machen wir 1, 2, 3, dann machen wir da die Türen. Natürlich, natürlich sicher, Digga, ne? Oh, und wenn wir schon dabei sind, können wir eigentlich auch die Wand nochmal ein bisschen auffrischen. Ja, das klingt nach einer Idee. Oh, und weiter das Ganze. Heiter weiter. Ich würde mal sagen, das geht hier gut voran. Da haben wir sogar die ersten Betten. Sehr, sehr schön. Das können wir hier irgendwie installieren. Machen wir das mal so. Und dann... Ach, müssen wir mal sehen, was daraus gebaut wird. Das ist ein schlechtes Bett. Das kann verkauft werden. Das Lager ist ja richtig voll. Scheiße. Eieieiei, das ist nicht gut.
wo können wir das noch irgendwie hinpacken? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ach du Schande. Machen wir hier eine weitere Lagerzone irgendwie. Für Steine zum Beispiel. Ja, machen wir da mal alles löschen bis auf. Nee, nicht Brocken, sondern hergestellt. Wo haben wir es denn? Rohstoffe? Steinblöcke, ja. Steinblöcke, da sind sie. Und auf wichtig dann eben. Ich hoffe, dass das dann schon ausreicht. Die dürften auch selbst an der frischen Luft nicht kapeister gehen. Oha, da müssen wir auch nochmal ganz schnell aktiv werden. Oh, und nochmal hier erweitern. Ja, wird schon schief gehen. Können wir da auch schon mal die nächste Produktionsstätte eigentlich hinpflanzen, oder? Mist, wir haben gar nicht die Werkbank für Bauteile. Das ist scheiße. Ich hätte gerne Bauteile-Werkbank. Was muss ich dafür überhaupt forschen? Das wäre mal interessant. Was muss ich für eine Bauteile-Werkbank machen? Was haben wir denn da? Schwere Geschütztürme. Ja, das hätte auch Stil irgendwie. Herstellung. Ja, wie zum Beispiel Bauteilherstellung. Dafür muss ich aber erst einen Analysator bauen und dann die Herstellung forschen. Ach, du heilige Scheiße. Da wartet noch was auf uns, habe ich den Eindruck. Puh. Aber wir haben jetzt tatsächlich für unseren... Der Erik war das, glaube ich, ne? Der hier immer schläft. Ja. Erik, mein Lieber. Mein bestes Dad. Du bist zwar ein Einzelgänger, aber gerade deswegen solltest du auch nicht in einem Schlafsaal schlafen. Herzlich willkommen. Oh, und wir brauchen echt mal wieder Packtiere. Das ist im Moment... Es ist nicht optimal. Nashorn wurde... Oh. Ohohoho. Das ist jetzt faszinierend. Wir haben ein Nashorn. Können wir leider aber auch nicht als Transport hier benutzen. Aber auf jeden Fall ein massives Teil für unseren Schutz. Und eine Besuchergruppe. Ja, das mag ich auch. Was haben wir denn hier? Spechte. So, gucken wir doch mal erst nach, wen wir hier... nehmen können. Ein Körperpuristen. Achso, ich dachte schon, dass wir FKK. Nein, Körperpuristen sind welche, die keine Prothesen wollen. Das ist für unsere Kolonie, wie ich mich kenne, eher ungeeignet. Gourmet-Rauschmittel fasziniert. Also der steckt sich alles in den Mund. Wobei, nee, Gourmet heißt ja, dass der eigentlich der steckt sich nur das Beste in den Mund. So. Und psychisch hochsensibel. Ein unerschütterlicher Naturliebhaber mit gutem Gedächtnis, der allerdings extrem wenig kann und auch nicht für einfache Arbeit zu gebrauchen ist. Das ist wiederum scheiße. Nervöser Körperpurist. Ach. Mensch, wenn ich noch mal was Brauchbares hier hätte. Das psychisch hochsensibel, das stört mich irgendwie. Bei plus 80% auf psychische Phänomene kann übel sein. Kann Medizin, Kunst, Handwerk. Verweigert allerdings nichts. Ach, Menno. Ich weiß nicht.
Was bräuchte der denn zum Rekrutieren? Der bräuchte 2 Leute mit einer Meinung über 30. Ja. Wir können ja zumindest bei 2 Leuten unterhalten. Dann machen wir auch nochmal hier. Aber rekrutieren würde ich sagen, nein. Leider nicht. Hier geht heute nur Unterhaltung. Und da haben wir das Nashorn. Ah ja, darf auch Gebiet 2. Psychische Beruhigung. Beruhigung ist immer gut. Das mag ich ganz gerne. So. So können wir doch leben. Oder anders ausgedrückt, was für ein Life. Na 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 na. Life ist life. Na 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 na. Aber ich kann ja mal trotzdem eine Werkbank bauen, weil bis zu den anderen ist noch ziemlich lange hin. Da kann ich mir zumindest mal eine elektrische Schmiede zum Beispiel gönnen. Und, oder nee, nicht elektrische Schmiede, das ist ja, das ist Mumpitz. Ein Schmelzofen elektrischen, ja. Und Biotreibstoffraffinerie bauen wir auch einfach mal hin. Wo bauen wir die denn hin, ist die Frage. Ja. Machen wir das mal so. Irgendwas müssen wir ja hinbauen. Dann haben wir zumindest mal ein paar interessante Werkbänke mehr. Und eine Vorratskapsel beladen mit Insektengelee. Das darf ruhig verbrennen. Da habe ich nichts gegen. So, da wird nochmal schnell das Feuer gelöscht, bevor es unsere Baumfarm erwischt. Da schlägt schon der nächste Blitz ein. Das ist aber auch so ein bisschen arschig irgendwie. Heimatgebiet. Einmal ihr Heimatgebiet verkleinern. Erweitern. So, machen wir das mal hier so. So, Erik. Einmal kurz löschen. Du kannst das, ich vertraue auf dich. So, und jetzt darf Zeug getan werden. Wäre die Pilze, was machen die Pilze denn? By the way, hier habe ich ja auch kein Dach, soweit ich weiß. Nee, es wird kein Dach angezeigt. Dann können wir den Schmuh auch mal entfernen. Haben wir sonst überhaupt noch irgendwelche Tiere, wo ich aus Versehen Jagdsymbol drauf habe? Das wäre nämlich höchst kacke irgendwie. Nö. Ah, ich hätte gern so einen einsamen Elefanten. Da würde ich sogar den Zähmversuch wagen bei so einem einzelnen. Aber die sind ja auch immer im Rudel. Das ist das Problem des Ganzen. Ach, hätten wir das mal bei den letzten Elefanten, da hätten wir es wagen können. Das habe ich selbst verkackt. Aber wir haben hier eine Karawane mal wieder. Yes. Exotische Güter. Da werden wir unsere Stoßzähne, glaube ich, los. Ja, die Stoßzähne können wir abstoßen. Welch Ironie des Schicksals. Und vielleicht kriegen wir auch noch einen Arsch voll Bauteil. Das wäre doppelt geil. Yeah, da schicken wir gleich Wuseline hin. Oder ist hier noch ein inspirierter Händler? Nee. Döner ist nicht mehr inspiriert. Jetzt müsste ich nur wissen, an wen ich mich wenden muss. Wo ist denn hier Chef? Da ist Chef Jennings. So, Wuseline macht das schon. Was gönnen wir uns denn mal? Wir können loswerden unsere Stoßzähne. Genau. Yes. Das gibt uns Geld ohne Ende. Was heißt ohne Ende? Das nun nicht, aber es gibt uns Geld. Einigen wir uns darauf. Und 15 Bauteile können wir uns leisten. Yes. Riffraff. Och, unser Nachname hat ja richtig geilen Namen. Petrach. Dich brauche ich nicht mehr. Sorry, not sorry. Ich weiß nicht. Verkaufen wir unser Hightech-Bauteil, solange wir es können.
Hightech-Medizin, ja, yeah, Nanofaser, Plaststahl. Was hätten wir hier noch? Schade, keine Wiederbelebungsnaniten, das wäre toll gewesen. Können wir sonst noch irgendetwas Geiles verkaufen? Ja, können wir. Ein Hoch auf exotische Händler hier. Das ist Gold wert. Dass wir unser Scheiß-Gilet loswerden können. So, aber das Fleisch offenbar nicht. Oder? Nee, Insektenfleisch ist nicht. Aber das Gilet, das ist schon mal gut. Damit können wir arbeiten. Oh, was gönnen wir uns denn noch? Ja, sonst nehmen wir einfach die Hightech-Medizin. Irgendwas müssen wir uns ja gönnen. Wobei ich mir auch Gold holen könnte. Das wäre kein Problem. Dass wir sagen, Mensch, wir können auch hier irgendwie 9 Gold. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Sonst noch irgendwas, was wir unbedingt brauchen. Plaststahl ist eher so für später. Nö. Das ist eigentlich ganz gut, denn haben wir Bauteile, dann haben wir Hightech-Medizin. Was wollen wir mehr? Das sieht doch geil aus. Und die Beziehung hat sich auch verbessert. Das ist doppelt gut. Damit gewinnen wir doch alle. Boah, ich finde, unsere Gäste müssen auch hier irgendwo angezeigt werden mit der Laune. Das hätte auch Stil. Ja, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial enthalten. Oh, mittlerweile haben wir sogar fast 100 leckere Mahlzeiten. Yes! Es geht auf jeden Fall voran. Im Lager haben wir sogar minimal Platz, dadurch, dass wir Dinge ausgelagert haben. Ach, Trockenfutter haben wir auch noch rumliegen. Faszinierend. Silber haben wir jetzt auch einiges rumliegen, 2000 etwas. Es geht voran, also da kann man echt nicht meckern. Das ist schon höchst qualitativer Shit, den wir hier machen. Mal kurz gucken. Machen wir nochmal. Ich weiß nicht. Nee, wir lassen das mal sein. Fürs Erste reicht die Größe völlig aus. Wir können immer noch tiefer buddeln. Das wäre nicht das Problem. Lassen wir das erstmal so. Und fertig ist die Laube. Boah, dann können wir auch Kraftstoff herstellen. Aus Nahrung oder Holz. Apropos Holz, da brauchen wir erst noch was. Aber Döner war aktiv gewesen, hat einen, was heißt ein Großteil? Da hat so ziemlich alles Holz schon rüber geholt. Das ist ja geil. Oh, und hier kann es dann auch weitergehen. Das freut mich sowieso. Wenn wir hier ein bisschen weiter buddeln können, um die komprimierten Bauteile zu erhalten, das wäre richtig. Richtig, richtig toll. Da wird auch gebaut. Yes. Die brauchen wir. Wobei wir jetzt ein paar auf Lager haben. Da darf uns nur kein Kolonist wieder ein bisschen Rampage betreiben. Dann haben wir Probleme. Ah, so sieht es schon mal ganz cool aus. Mal sehen. Das ist noch sumpfige Erde. Aber guck mal, das geht hier voran. Was wollen wir mehr? So langsam aber sicher gewinnen wir das Land zurück und die Handelskarawane zieht sich zurück. Das ist doch schön. Damit kann ich leben auf jeden Fall. Und wir haben noch immer unsere Gäste. Also wenn die sich nicht wohlfühlen, dann weiß ich auch nicht weiter. Die haben doch eigentlich, glaube ich, einen geilen Aufenthalt. So, Wuseline und Mr. Junior, die schnacken noch ein bisschen, bevor sie schlafen gehen. Dachte, die gehen schlafen. Ah, die wollen lieber noch mal einen angenehmen Spaziergang im Regen haben oder so? Nee. Ach, die setzen ihr Gespräch dort fort. Warum nicht? Kann man mal machen. Na gut, na gut, na gut. Psychische Beruhigung hat aufgehört. Schade, das war eigentlich geil und
Unsere Kolonisten fühlen sich ja auch irgendwie angenehm wohl. Wir hätten hier noch ein gutes Bett, das wir verbauen könnten. Ich weiß noch nicht, haben wir ein Bett, was unbedingt weg muss? Ja, Blackie hat ein richtig schlechtes Bett. Das deinstallieren wir jetzt mal. Und dann kriegt Blackie ein neues. Ja, Wertung 100. Au. Eine Kräutermedizin wurde uns hinterlassen. Dafür, dass die die Zeit ihres Lebens hatten. Danke für gar nichts. So. Für diese Undankbarkeit, finde ich, können wir die Folge dann auch mal beenden. Was für ein schlechter Übergang. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn es wieder heißt Daddelzeit mit, ach Gottchen, Junior hat Wuselin einen Antrag gemacht und Wuselin hat abgelehnt. Wuselinchen, das geht doch gar nicht. Mr. Junior dreht mir noch durch. Naja, das Drama sehen wir dann allerdings beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt GZSZ hier bei RimWorld. Bis dahin, Tschüssikowski.